Ich finde, der Unterstrich sollte abgeschafft werden im Internet. Alles, was einen Unterstrich hat, ist nicht in Ordnung. Zwei Tasten drücken, um überhaupt deinen Namen tippen zu können. Shame! Was ist das denn? Wow! Das bedeutet Krieg. Ich glaube, der will Ärger, Unterstrichbande. Schlägerei. Das ist ein Skandal. Er ist gegen einen Unterstrich. Ja, jetzt weiß ich aber auch, warum der hier nicht reinraidet. Das ist ihm zu anstrengend. Dr. Schmidt? Dr. Schmidt, schießen Sie! Schießen Sie! Ich glaube, wir brauchen Dr. Schmidt. Kann man machen? Ich glaube, wir brauchen eine Abstimmung. Teddy! 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 Vielleicht schläft er auch schon. Nein, der ist doch da. Der war doch eben noch im Chat. Ich glaube, der hatte gar nicht das Vote-Tool offen. Und ist jetzt ein bisschen in Sause. Hey, wie sagt man's? Unter... Wie ist denn... Die haben das Voting umgestellt. Aha. Dieser eine Tag, als ich nur mal schauen wollte, was bei Rocket Beans so läuft. Oh mein Gott, ey, was ist... Das darfst du doch nicht jemandem zeigen wie Küchenhubert oder so. So ein blödes Bild oder so Metal. Das ist das Nächste, was die 3 Jahre posten von mir, das hier. Oh, Küchenhubert. Oh Mann. Wusste ich's doch. I called it. Küchenhubert verwandelt's direkt. Das war mir doch so klar. So, was passiert dann? Da ist der Kettenbikini. Oh Gott. Screenshots wurden gemacht. Jetzt sind wir hier schon... Wir sind so kurz vor dem TO gerade. So Metal, das könnte eigentlich auch ein Foto von so Metal sein, oder? Wir versammeln uns hier schon so ein bisschen ums Feuer. Ich spiele... Sieht man mich schon? Warum blinkt es so? Hat irgendjemand... Es geht ja schon gut los. Mein Name ist Lotta Faxen. Kann das sein? Ich weiß nicht, bist du schon Junker? Nee, das kann ich noch nicht. Ah, das kannst du noch nicht. Ja, das ist schade. Es wäre so bitter, wenn mein Charakter vorher stirbt. Das wäre... Ich würde so... Er ist halt wirklich 50 und ich glaube, seine Kerze ist sehr klein, die Lebenskerze. Ja. Ach, die Kerzen muss man sich ja auch anschauen, das darf ich ja gar nicht übersehen hier. Ach, gibt's das? Wo ja, ist ja, das? Es gibt diese kleinen, die sind so winzig links neben dem Porträt tatsächlich. Und da siehst du die Lebenskerze, wie lange jemand noch, wie alt jemand irgendwie noch ist. Irgendwie Heiltränke oder so? Oder in Gilde 1 gab's da ganz ja. Sachen. Nee, okay, das ist doch vergleichsweise klein. Oh Gott, eine andere Dynastie. Eine andere Dynastie. Ich hab kurz Angst bekommen, oh bin's mein nicht. Gott. Wer ist denn gestorben? Mara! Oh nein! Du bist tot? Ich hatte gerade, ich habe das gerade gar nicht gemerkt, weil ich habe jemanden ins Gesicht reingeflötet, also wirklich die Flöte ins Gesicht gedrückt. Und das fand sie richtig toll. Und da habe ich ganz gar nicht gesehen, dass meine Familienoberhaupt gestorben ist. Shit. Oh nein. SpongeBob Meme Master, nur Material von Rocket Beans Entertainment GmbH, 100% claimfrei und aus artgerechter Haltung. Das klingt verdächtig. Stimmt das denn auch, Esko? Ich vertraue mal drauf. Also, wir spielen auch... Mara, machst du das für mich? Falls das vorne ist... Dann bringe ich dich zurück in die große Krabbe. Ja, erstmal... Ja, das passiert öfters im Büro, diese Stimme. Nein, das mache ich nur ganz manchmal. Aber Mara muss sich leider verabschieden. Richtig. Yes. Vielen Dank. Nein! Mara, bleib hier! Die letzten Worte gebühren Mara und nicht SpongeBob. Ich hole jetzt ab, ey. Ich kaufe mir erstmal einen Krabbenburger. Oh ja, ich brate dir ein. Ja. Wie wir eben gesagt hatten, es gab eine Phase, wo Donnie immer mit mir und mit SpongeBob-Stimme geredet hat. Warum auch immer, weiß niemand. Das war jetzt die exakte Szene, die Esko natürlich rausgesucht hat. Oh Gott, wie hast du das denn gefunden wieder, Esko? Man merkt auch, wie sehr dir damit auf den Sack gehen wollte. Also, wir spielen auch... Mara, machst du das für mich? Falls das vorne ist...
Dann bringe ich dich zurück in die große Krabbe. Ja, erstmal wollen wir uns das komplett ignorieren. Ja, das passiert öfter. Ja, erstmal wollen wir uns reagiert gar nicht darauf, macht einfach mit der Moderation weiter. Das passiert öfters im Büro, diese Stimme. Nein, das mache ich nur ganz manchmal. Aber Mara muss richtig. Yes. Vielen Dank. Nein! Mara, bleib hier! Hier auch schon, bei Marco auch schon so. Wortgebühren Mara und nicht SpongeBob. Oh, ich hau jetzt ab, ey. Ich kaufe mir erstmal einen Krabbenburger. Oh ja, ich brate dir einen. Und da haben wir wieder dieses exakte Gesicht von eben, wenn man immer einen Gag weiter durchzieht, wie wir weiter oben das gesehen haben. Und wenn wir jetzt schon bei Dagi und Bibi sind, gehen wir in ein nächstes Interessengebiet. Und das ist das Militär. Alter, ich weiß nicht, wie meine Interessen zustande kommen. Das ist einfach so ein weirder Mix. Ich glaube, ich bin nicht normal. Hilfe. Es ist nicht zu erklären. Weiß auch nicht. Ja, nach Dagi und Bibi natürlich Military auf Netflix, was ich empfehlen kann. Triple Frontier. Da sind wir wieder in einer anderen Ecke, die mich interessiert. Ich habe Angst vor Seite 2. Ja, jetzt könnte ich wieder beruhigen, weil das ist ein guter Film. Da spielt nicht Dagi mit. Ja, vielleicht Stream. Ich habe gestern so einen kleinen Stream gemacht über Sachen, die ich gerade auf Netflix, Prime und YouTube gucke. Und da waren auch Guilty Pleasures dabei und da werde ich jetzt heute die ganze Zeit gemobbt. Nein, das finde ich nicht okay. Mobben ja, aber der Chat. Ja, der Chat ist ganz. Bei uns ist das so ein bisschen Liebmobben. Ein bisschen okay. Liebtrollen. Ich habe so sehr viele Trolle im Chat, was vielleicht auch daher kommt, weil ich auch selber gerne trolle. Dann schart man die alle um sich. Ja, das stimmt. Und dann, das muss ich jetzt, natürlich ertragen. Dass ich ständig mal die Guilty Pleasures hier vorgehalten kriege. Aber Guilty Pleasure klingt ganz gut, weil wir spielen ja The Guild. Ja, das passt sehr gut. Wilbald spielt. Das kitzelt. Ja, los, piek's mich nochmal. So, was ist. Will. Nee, will. Okay. ja, das Kind will dringend gekitzelt werden, aber das war ein bisschen was. Weird. Nein, sowas machen wir nicht. Oh, du musst aufpassen, nicht zu voreilig sein. Denk dran, du hast dich nicht gewaschen. Ich merk schon. Mist. Ja, okay. Ja, dann wasche ich mich. Wie wäscht man sich? Hier bin ich. Jawohl. Muss ich dafür nach Hause gehen? Ja, Rüdiger wartet jetzt natürlich und Hubert sitzt einfach nur da. Kaufst du ja, so mir was Schönes? Sie. Aber zumindest ich sehe Hubert jetzt schon mal. Das heißt doch, der kann doch mal irgendwas. Kaufst du mir was Schönes? Kaufst du mir was Schönes? Wir haben kein Geld, Junge. Nein! Warum kann denn Hubert nichts? Was mit Hubert? Was arbeiten? Der stapelt imaginäre Kissen. Der stapelt ja gar nicht richtig, Hubert. Du sollst dir arbeiten. Mag das? Ja, er hat gesagt, er geht Kisten stapeln, aber stapelt eigentlich nur so in der Luft rum. Aus dem User. Stehe bereit. Was ist? Ich hab nichts gemacht. Ah, ich hab nichts gemacht, sagt er. Das stimmt sogar diesmal, Hubert. Oh ja, überbietet euch. Ja, da sehen wir schon, das ist das Thumbnail. Er sieht mega aus wie Thanos, oder? Eins zu eins. Sowas ist nicht im Doppelgänger-Thread, oder was? Das ist von denen. Das gibt eine Anzeige hier. Nein! Das gibt eine Anzeige hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das gibt eine Anzeige hier. Das gibt eine Anzeige. Oh, ich raste aus. Das gibt eine Anzeige. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht angezeigt werden vom Krokodil. Das gibt eine Anzeige. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott.
Oh Gott. Was ist denn? Das ist ja das schlimmste Addon der Welt. Und die haben sich auch gedacht, komm, was soll's. Wenn sie das durch hat, dann schreib einfach nur noch Gratulation da rein. Droll einmal richtig heftig den Sound rein. Ich bin fix und fertig. Oh. Okay, ich brauche Urlaub. Ich brauche eine Pause. hast du vielleicht... Jetzt will ich euch da so sehen. Zehn-Stunden-Version! Ich hab die gleiche Krawatte an. Und sonst nichts, rote Hose. Ah, da hat man doch direkt gute Laune.